heute ist so ein richtiger D3-Chaperungswetter. Das ist voll cool, ich mag das. Und ich laufe jetzt nach Richtung da lang. Prüfen, ob mich das zu einem Waldstück hinführt. Guckt euch diese voll cool Landschaft hier vorne an. Ich laufe nach Richtung da lang und vielleicht nach links oder so. Und prüfen, ob ich da hinten was finde. Ich möchte einen perfekten Platz finden, wo ich komplett in Ruhe gelassen werde. Wo ich so richtig in Ruhe nächtigen kann. Guck mal, hier vorne ist eine Brücke mit Fluss. Und ich glaube, ich gelaufe nach Richtung da lang. Prüfen, ob da hinten ein voll cool Schlafplatz ist. Weil das werde ich voll cool finden. Weil ich war ein untergewichtiger Spargel gewesen, der sich zu einem übergewichtigen Mutantenspargel entwickelt hat. Weil das ist Weiterentwicklung. Ich habe es mir selbst beigebracht. Und das ist voll scheiße, dass hier alles so richtig zugewachsen ist. Weil guck mal hier, hier vorne ist Gebüsch und so. Das ist voll scheiße. Ich finde hier keinen Weg zum Wald rein. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Wiese. Ich bin gerade mit meinem schweren Wagen und meinem kaputten Fuß durch diese ganze Wiese hergehumpelt. Das war voll scheiße gewesen, aber genau, ich habe das Ziel erreicht. Und genau hier werde ich jetzt meinen Schlafplatz aufbauen, wo ich heute pennen werde. Das wird heute so ein richtiger Mikroabenteuer, so ein richtiger Mikrobenabenteuer. So, ich habe jetzt meinen Schlafplatz aufgebaut. Das sieht so aus. Und das ist hier komplett verschlossen. Also außer das hier vorne. Oh scheiße, ich bin jetzt gerade fast über diesen Hering rübergefallen. Das ist cool. Und genau das hier, das ist Wiese. Und so schlafe ich heute hier. Das ist wieder so richtig Feeling. Ich fühle mich besser so. Ich kann draußen besser schlafen als zu Hause. Draußen zu pennen ist viel geiler als zu Hause. Und wer noch nie draußen geschlafen hat, der soll das auf jeden Fall machen. Draußen kann man auf jeden Fall erholsamer schlafen als zu Hause. Weil da draußen ist natürlich. Guten Morgen. Hier, guck mal, die Sonne scheint gegen mein Hirn. Also, wenn ich jetzt so mache, seht ihr das? Das scheint genau hier drauf. Und deswegen auf diese Hirnhautentzündung werde ich jetzt aufstehen. Guckt euch diese ganzen Ameisen hier vorne an, die mich die ganze Zeit hier belästigen. Die haben hier, genau, die klettern hier rum und so. Und hier vorne lag mein Kopf. Und die sind die ganze Zeit über meinen Kopf rübergelaufen und so. Die sind richtig scheiße, diese Ameisen. Die Ameisen müssen weg. Ich bin gerade aus meinem Tarp rausgekommen und das Wetter ist wieder voll cool, weil ich habe meinen Oberkörper nackt. Weil das ist voll cool, wie der D3 vernünftig scheppert. Das ist mein Frühstück. Hier kommt D3-Schepperung. Das ist richtig geil. Das klatscht auf meinen Fuß drauf und das befördert den Heilungsprozess. Genau, wegen D3-Schepperung geht das schneller heile, glaube ich. Vitamin D3, das wirkt Wunder. Deswegen habe ich gerade meine Skier ausgezogen und sitze hier barfuß rum. Ich bin ein D3-Schepperungskopf. Es muss mehr D3 von oben runterkommen. Das ist wichtig. Deswegen, ihr müsst auch rausgehen, damit ihr auch D3-Schepperung auf euren Kopf drauf bekommt. Weil das ist voll cool und gesund und so. Guck mal. Da oben ist ein Flugzeug. Der belästigt mich. Der stört mich und sowas. Das ist richtig störend und so. Ich weiß zwar nicht, warum die fliegen, aber die fliegen hier rum. Boah, dieser Schatten hier vorne, der kommt immer näher und näher. Das heißt, ich muss jetzt nach da drüben hinhumpeln, damit ich mehr Sonne bekomme. So, ich bin gerade von da drüben, wo dieser Schatten da scheint, wo die Schattengrenze ist, nach hier hingelaufen. Um hier rumzusitzen. Und wo ich mich gerade befinde, das ist eine Kuhweide, keine Wiese. Genau, hier laufen normalerweise Kühe rum, aber heute nicht. Deswegen ist das hier mein Schlafplatz. In einer Kuhweide ohne Kühe. Aber die ganzen Kühe, die laufen da ganz hinten rum. Da hinterm Baum, da irgendwie da ganz hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber genau, da laufen die ganzen Kühe rum gerade. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier ohne Kühe auf Kuhweide drauf. Das wäre voll cool gewesen,
gerade das zu machen. Das kann ich bestens empfehlen. So, ich sitze hier. Aber guck mal hier. Guck mal, hier vorne ist überall Schatten. Das heißt, dieser ganze Schatten hat sich hierher gezogen. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich muss meinen Platz nach da vorne hinschieben, wo der Baum ist. So, ich bin gerade aus diesem Schattenspalt hier rausgegangen. Und jetzt sitze ich hier neben dem Baum, neben dem Pissbaum. Da habe ich ganz viel Urin gemacht, neben dem Pissbaum. Das ist ein richtiger Weidenpissbaum, wo Natururin Urin macht. So, es sind jetzt über 24 Stunden rum. Ich werde jetzt mal Schlafplatz zusammenbauen. Und ich habe Schluckkopf, oder wie das heißt. Ich hab die ganze Zeit Schluck auf, oder wie das heißt. Und ich gelaufe jetzt erstmal zum nächsten Dönerladen. So, das war voll cool Döner gewesen.